Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Tag 8 ist ein sportfreier Tag und ich möchte euch jetzt mal das erste Ergebnis mitteilen. Startgewicht waren ja 114,3 Kilo. Am 20. habe ich damit begonnen. Heute am Tag 8 habe ich mich gewogen und stehe im Moment bei 112,4. Das ist eine Differenz von minus 1,9 Kilo, die ich derzeit abgenommen habe durch meine Abnehm-Challenge. Ja, insgesamt habe ich ja noch gut 22 Tage vor mir und ich hoffe, dass das noch so weitergeht. Fazit bisher auf jeden Fall kann ich sagen, die Übungen werden immer besser, immer flüssiger und so sehr es auch anstrengend manchmal und man sie überwinden muss. Er bringt auf jeden Fall schon mal was. Das erste positive Teilergebnis habe ich jetzt und ich hoffe, dass es so weitergeht. Ihr mich weiter unterstützt, abonniert fleißig, gebt fleißig Kommentare ab, wofür ich euch jetzt schon danke für die Kommentare, die ihr bisher abgegeben habt. Auch einige gute Tipps waren schon dabei. Freue mich schon auf morgen für die nächste Sporteinheit, die dann schon eine nächste Steigerung bringt. Anstatt 17 Übungen pro Trainingseinheit werden es dann 20 Übungen sein. Immer wieder natürlich mit Wiederholungen drin. Aber wie gesagt, wir wollen ja ein positives Ergebnis haben nach 30 Tagen. Ziel oder Wunschgewicht wäre natürlich mindestens die 100 Kilo oder vielleicht sogar drunter. Schauen wir mal, was es bringt. Ja, Muskeln werden auf jeden Fall schon aufgebaut. Man sieht es auch an den Bildern. Minimal, dass der Bauch schon mal etwas weniger geworden ist. Ich denke mal so 2-3 cm Bauchumfang weniger. Aber wie gesagt, ich bleibe am Ball. Danke schon mal für die Unterstützung. Ich freue mich auf morgen. Euer Rolf. Ciao.